Geschwister im Glauben, die es nicht mitbekommen haben, heute in Neuseeland, wir haben eine Zeitverschiebung, ist ein Mensch, wenn das ein Mensch ist, in eine Moschee reingegangen und hat 49 Muslime getötet. Brüder im Glauben, Alhamdulillah, diese Menschen, die sind bei Allah subhanahu wa ta'ala, sind während der Ausübung der Religion gestorben. Es ist schwer, was zu sagen. Ich sage nur, Allah subhanahu wa ta'ala wird Gerechtigkeit walten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute Gerechtigkeit walten lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala meine Geschwister, die gestorben sind, ins Paradies bringen. Ich erwarte nichts von den Menschen und nicht viel. Wir erwarten von Allah alles. Wir erwarten von Menschen nichts. Aber manche Leute sollen bedenken, dass heute 49 Müttern, 49 Vätern weinen müssen. 49 Häusern, was zu beklagen haben. Und das basiert auf jahrelanger Hetze gegenüber den Muslimen. Wir haben das nicht angefangen. Wir haben nicht Hetze getrieben. Wir haben nicht die Art und Weise angewendet, die sie anwenden. Und wir haben auch immer wieder verurteilt, wenn jemand aus der Reihe getanzt hat. Jetzt sind sie an der Reihe zu verurteilen. Das war nackte Gewalt, wahllos Menschen umzubringen. Das war eine feige Tat. In einen Ort zu gehen, wo Menschen unbewaffnet sind und einfach auf die zu schießen. Die Art und Weise ist einfach ekelhaft. Die Art und Weise, das ist die Art und Weise, raubt mir die Wörter. Nicht für meine Geschwister, Janik. Du hast diese Menschen nicht getötet. Du hast ihnen nichts genommen. Diese Menschen werden vor Allah stehen und sich freuen, weil die in dem besten Ort auf dieser Welt gestorben sind. Die besten Orten auf dieser Welt sind die Häuser Allahs. Du hast ihm wahrlich nichts genommen. Wir weinen und trauern, weil wir auf dieser Dunja sind. Aber diesen Leuten hast du nichts genommen. Und wahrlich jeder wird sterben auf dieser Welt. Allah sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Du wirst sterben und alle werden sterben. Aber wenn du stirbst, der diese Tat begangen hat, du wirst der Verlierer sein. Auf dieser und die nächste Welt. Und wir bitten Allah um Gerechtigkeit. Ich sage nichts anderes. Möge Allah Gerechtigkeit walten lassen. Und ich weiß, da werden Menschen sagen, guck mal, wie die schreien. Wir schreien, weil man uns sonst nicht zuhört. Ich rede so, weil man sonst sich wegdreht. Weil man sich umdreht, wenn das so kommt. Und wenn ein Muslim nur Luft lässt, versucht man es so darzustellen, als hätte er die ganze Welt bedroht. Aber im Buch Allah steht, tötest du eine Seele, hast du die ganze Welt getötet. Rettest du eine Seele, hast du die ganze Welt gerettet. Aber davon berichten die nicht. Wir sind nicht sauer auf Nachbarn. Wir sind nicht sauer auf Mitmenschen. Wir sind nur sauer, dass manche nur wegschauen und tun so, als wäre es nie passiert. Darüber sind wir sauer. Und anstatt, dass man 24 Stunden darüber berichtet, wie man es sonst macht, vielleicht von Straßenschäden berichtet und es einfach zur Seite lässt.